Die Richtung, ne? Ja, wir müssen, guck mal. Wir müssen gar nicht in die, wir müssen in die andere Richtung. Das ist schon mal gut. Da ist das X. Los, lass mich hier hoch. Ihr merkt, ich habe echt was vor, ne? Ich will kurze Wege gehen. Warum liegen da eigentlich überall Dinosaurier-Eier rum? Kommt hier gleich ein Dino vorbei und brütet die aus. Hier war ich schon, ne? Die ist aktiviert. Ja. Die ist aktiviert. Na komm. Gar nicht mehr dran gedacht, der schmeißt ja diese kleinen Viecher da aus dem Boden, ne? Und die machen wir dann. Ach nee, die kommen so aus dem Boden. Okay. Ah, und die werden von mir durch diesen nur betäubt. Oh Mann, das müsste ich eigentlich behalten. Müsste. Das Tor ist die andere Sache. Ach, guck mal, hier war ich auch schon. Aber dann war hier noch gar keine Quest aktiv. Apropos, wo sind die? Ach so, Bogen weg. Da, danke. Da ist der Speicherpunkt. Dann gehe ich da mal hin. Glaube ich. Na. Erstes. Dann eine Runde speichern. Dann schauen wir uns mal an. Oh, Apfel. Dann gucken wir uns jetzt aber auch mal an, wo wir hier hin. Ach so, nee, wir mussten eh nur hier hin, um dann zur Quest zu gehen. Ah, so rum war das. Finde Gordatnas Shellock. Das war das doch, ne? Dann gehen wir mal zu Herrn Gordatnas Shellock. Irgendwie ein schöner Name, ne? Gordatnas Shellock. Hört sich gut an. Nein! Entschuldige, liebe Blume. Ja, du fühlst dich irritiert durch das Totem. Ich auch. War auch nicht beabsichtigt. Warten wir gemeinsam einen Augenblick. Und dann darfst du mir zeigen, was du mir zeigen möchtest. Ach nee, die wollte mir nur die Truhe zeigen hier, ne? Okay, vergiss es. Vergiss es, das hast du schon gemacht. Ich glaub fast, ich komme hier gar nicht runter. Doch. Komm ich wohl. Speichern, oder? Jo. In einer Folge habe ich extra gesagt, speichern, speichern, speichern. Und das werde ich dann jetzt auch tun. Die roten Pflänzchen kriege ich ja nun nicht gerade selten.
Die Roten Rosen. Also auch wenn ich ja so den Schotten in mir wecke. Also, ich weiß, es ist ein Klischee, ja. Wir wollen es aber lustig denken. Also, es ist nicht negativ gemeint. Es ist wirklich einfach nur rein lustig. So. Miss! Miss! You gotta hear this! It's all a plot against me, Miss! It's a conspiracy! Slow down back, Mr. Lava. What are you talking about? Bellus knows of the Ant Queen and her misdoings. And he approves. And yet, I am punished for not being better than her legend. Does the god employer hate me? Nee, ich will den motivieren. That's probably Bellus's way to challenge you. But there is nothing wrong with admitting some things are too much to handle, Mr. Lava. Maybe this is a part of the challenge itself. Maybe the hardest part. You might just be right, miss. Thank you. Das fand ich schöner irgendwie. Und stimmt auch, du Arme, ne? Lieber sagen, alles, was dich in irgendeiner Art und Weise schwächt, macht dich auf eine gewisse Art auch stärker. Ja. Sehe ich zu. Haben wir erstmal da eben hier eine Blume. Und da oben ist ein Lagerfeuer. Können wir mal gucken. Wie, die ist aber eine große. Das ist eine Spinne, die hat sogar einen Monokel. Cool. Ach komm, mit der Quatsch mal eine Runde. Wir können sogar mit der Spinne quatschen. Ja, komm dann, auf die. Auf los geht's. I'm on a break. Go bother someone else. Ey. Gerade Pause. Ja, wir können jetzt nicht die ganze Zeit warten, ne? Quatsch ihn nochmal an. I'm on a break. Go bother someone else. Ja. Aber ich hab doch nur mal was vor. Ich wollte da mit dir quatschen. Kann ich von hier hinten vielleicht quatschen? Ha! Sieht mich nicht. Okay. Ja, dreht sich doch um. Okay. Ist ja gut. Gehe ich woanders hin. Dann gehe ich erst zur Quest. Ich muss hier echt aufpassen. Es sind so viele Spinnen. Spinnen City. Aber ich glaube, das hat aber auch mit der Quest zu tun, ne? The golden shell that Henrik mentioned must be somewhere here. I'd better take a look. Ne, ich glaube, die Spinnen sind in der Werkstatt, die Gewerkschaft, die werden alle Pause haben, oder? Du auch Pause? I'm on a break. Natürlich. Gewerkschaftlich arrangierte Arachniden. Guess I need to find some way around. Access to the depository of unprocessed artifacts is strictly prohibited. Oh. Nur eine reine Formalität. Rede mit der nächstgelegenen Spinne. Nö, die nächstgelegene ist diese. I don't know what you want, but I don't have any time for that. Well, Henrik sent me. Supposedly you have the golden shellac in this depository of unprocessed artifacts. I really need it to. Maybe I have, maybe I don't. Right now, I'm fully absorbed in something else entirely. There has been a gross violation in the form of somebody having eaten my porridge. I had no idea spiders ate porridge. We don't. Still, the porridge was mine. And it has been eaten by someone. Cataloging that event will take ages. Not to mention choosing the correct action procedure. I am absolutely preoccupied until further notice. I just need you to open that door for me. I'll look for the thing myself. There'll be no looking for the thing yourself. Even if I had the time to do this for you, I would need an application form for that.
A formal request form, written in mosquito blood. In mis... Where would I even get that? Who's supposed to know that? Me or you? From the Agony Thertifier. Where else? Fine. I suppose I'll get that for you if you really need that. Whatever gets me inside. Okay. Die Bürokratie hat auch hier Einfluss gehalten. Was ich ein bisschen spooky finde, ist, dass sich irgendwie das Auge oder die Augen der Spinne gar nicht bewegen. Die blinzeln nicht. Nur das Auge auf dem Rücken. Ist das nur ein Deko? Finde ich absolut spooky. Ich habe gerade mal drauf geachtet. Nicht ein einziges Mal haben die am Blinzeln getan. Voll crazy. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zu dem anderen X. Ne? Wir haben jetzt immer von X zu X gejagt. Ja, guck mal. Brauche ich nicht immer zwischendurch auf die Map. Oh! Ja, ein bisschen verlangsamt worden. Muss ich die andere Spinne wahrscheinlich jetzt doch nerven. Hallo, Herr Spinnerich. Ich hätte gerne ein Antragsformular 38 mit Spinnen mit Moskitoblut. I sincerely apologize. But I'm busy. But I am truly heartbroken to say that I don't have any time to assist you. I am deep in papers. Nee, ist klar. There has been a tragic violation of the protocol in the form of somebody having sat in my chair. Oh, and I assume that spiders don't really sit in chairs, but this one was yours and... But of course I sit in my chair. What else would I need it for? Anyways, I am deeply depressed. Linzelt auch nicht. That I am preoccupied until further notice. Well, maybe except for some minor matters that can be settled right away. Ja, bis zum Frühling warte ich nicht. Gib die Aufgabe. Very well. I won't take much of your time then. All I need from you is a formal request form written in mosquito blood. In mosquito blood? Oh my. Well, I regret to inform you that in order to issue a formal request form written in mosquito blood, I would require a deer. Boy. Sadly, I cannot proceed otherwise. A deer hoof? Stab. A deer hoof stab. Yes. Sadly. From the execution specialist. Boy. Sadly, I cannot proceed otherwise. Ja, dann gehen wir mal zum Beschaffungsamt. Wo ist denn der? Gehen wir mal zu. Der schickt mich dann bestimmt wieder zu dem ersten Heini. Der sagt, muss ich aus dem Lager holen oder irgendwie sowas. Komm, bestimmt. Bestimmt ist das so. Querfeld rein. Da. Hi. Schönen guten Tag. Oh. Der liegt aber müde hier über. Ja, der ist müde. So. You are busy with papers, I know. Then why are you pestering me? Someone slept in my bed. We can't leave it like that, because I need to sleep in my bed. And I need it. Not slept in by anyone else. Listen, I know you have your procedures, but I really need to get somewhere, and for that I need to get a deer hoof stamp. I was told you'd... So what do you know? I can only issue deer hoof stamps to folks with the rat skin. Okay, in meinem Kopf rattert's gerade. Rat skin license? That's absurd. Right. I feel you. But I don't make the rules. I mean, some of them I do make. But
We've got a bit of a collective responsibility thing going on here. So, if you'd like to file a complaint, you can. To the pain dispatcher. You can get the rat skin license from that guy too. Until then, I can't really help you. My patience is running out. Gut. Dann gehen wir zum Schmerzdisponenten. Weil warum auch nicht? Und bei dem können wir dann wahrscheinlich eine Entscheidung treffen. Ob wir dann sagen, so, wir wollen uns beschweren. Ja, oder halt diesen Fellstempel da holen. Wobei ich fast glaube, dass der Typ, wo wir jetzt hingeschickt werden, der erste ist, wo wir eh schon waren. Und das Ganze jetzt so im Kreis läuft, ne? Ja, wusste es. Ich wusste es. You again? You got that formal request form written in mosquito blood? Or are you here just to waste my time? I don't have that, but I need the ratskin license. That can only be issued based on the formal request form written in mosquito blood. Okay, ich raste jetzt aus. Ich sage, das ist Antragsformular 38 aus Asterix und Obelix. Wer kennt's nicht? You won't beat them at their own game, Princess. I need to get myself out of their web somehow. Okay. Was mache ich jetzt? Okay. Ich mache das jetzt genau so wie in den Asterix-Filmen. Ich werde dem jetzt irgendetwas sagen, dass ich das schon gemacht habe und jetzt ein ganz anderes Formular brauche. Und das macht die dann total kirre. Glaube ich. Ups. Okay, ich muss hier hin. Hä? Warum muss ich denn hier hin? Was muss ich denn hier machen? Oh, hier ist doch gar nichts. Sag mal, hä? Was muss ich denn jetzt hier machen? Überliste die Spinnen. Okay, das heißt, hier in dem Giebel muss ich mich jetzt umschauen, oder was muss ich Spinnen jetzt erschlagen? Soll ich mal ein paar Spinnen killen? Einfach mal so? Oder die ich muss die Spinnenweben hier beseitigen. Dass die dann wieder arbeiten müssen. Irgendwie sowas. Warte mal. Ja, ich werde mal das eine oder andere Auge mitnehmen. Also hier bringt sich noch nichts. Ich muss immer aufpassen, dass ich keine Stabheuschrecke aus Versehen erwische, die irgendwo hier dann gerade ihre Siesta hält. Aber ziemlich auffälliges Ding. Also irgendwas muss doch hier bestimmt zu machen sein, ne? Oder kann ich mit Herrn Stabheuschrecke... Das wäre jetzt auch was. Kann ich mit Herrn Stabheuschrecke quatschen? Weil hier war nämlich einer. Warte mal, lass mal quatschen. I'm not taking its life for my own needs. Hätte ich gesagt, vielleicht hätte die eine Idee. Und nach dem Motto, oh, ich hänge hier schon so viele Jahre rum, das wäre echt eine coole Sache, wenn wir uns zusammentun. Ich würde sagen, mach das und das oder irgendwie so. Aber hier, das Einzige, was mir hier wirklich einfällt, das sind die ganzen Spinnen. Nester. Weben. Spinnen. Weben. Nester. Webende Nester. Das wäre jetzt das, was ich hier erstmal alles wegmache. Plus die Spinnenbabys natürlich. Also. Hat die mich. Hat die mich erwischt. Na gut, ich habe viele von euch erwischt, dann dürft ihr mich auch einmal beißen. Ups.
Sind in der Nacht eigentlich auch Vögel da drin? Ja. War ich mir jetzt nicht sicher. So, aber ich glaube, ich bin nicht mehr in deren Einzugsgebiet. Ne, doch, ich bin noch drin. Aber ich habe noch ein paar. Ich habe noch ein paar von denen. Wie gesagt, ne, wenn der die ganze Zeit über immer sagen hat, wer in dieses, in mein Bettchen, in das hier und da und dort. Vielleicht sind die da ein bisschen angepisster, wenn die auf einmal ihre ganzen Nester nochmal neu machen müssen.